Und damit hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Chris, das ist Chris Play und wir kommen zum lang ersehnten Infovideo zu meinem neuen ARK-Projekt. Ja, ich habe euch ja schon angekündigt, dass ich ein neues ARK-Projekt starten möchte und ja, viele haben gleich gefragt, ja, wie ist die maximale Spieleranzahl, wie sind die Servereinstellungen und so weiter. Und ja, das möchte ich einfach kurz mit euch klären und ja. Und zwar, wir sind auf meiner Website www.chrisplay.de und hier oben gibt es einen neuen Menüpunkt und zwar ARK Scorched Earth. Und es liegt daran, dass das Projekt auch so heißen wird. Ganz normal, ganz schlicht, weil der DLC auch so heißt. Also, wenn ihr mitspielen wollt, braucht ihr das DLC. Den DLC, wie auch immer. So, wenn ihr darauf geht, könnt ihr alles nochmal nachlesen, was ich euch hier auch kurz erkläre. Also, Punkt 1 wäre, ich bedanke mich vielmals bei G-Portal. Die sponsern wieder mal den Server. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, wenn ihr selber mal einen ARK-Server oder einen Minecraft-Server möchtet, dann nehmt den auf jeden Fall von G-Portal. Ich habe, das sage ich nicht, weil ich irgendwie muss oder weil die den Server hier gesponsert haben, sondern weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass G-Portal die besten Server hat. Und deswegen, ja, schaut in die Beschreibung, da kriegt ihr sogar nochmal Prozente, wenn ihr über meinen Link bestellt. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Sofern an der Stelle, so ein bisschen Werbung muss auf jeden Fall auch mal sein. Kommen wir zum Projekt an sich. Das Projekt startet am Samstag, also dem 10.09.2016 um 17 Uhr. Er wird 120 Slots haben, der Server. Die Server-IP seht ihr hier auch schon. Das Passwort, es wird nur mit Bewerbung sein. Wir nehmen feste Tribes. Das liegt einfach daran, dass wir ja mit Implantaten arbeiten und dazu kommen wir aber gleich noch. Wie gesagt, nur Bewerbung. Da sind wir aber schon beim ersten Punkt. Ihr sollt euch bewerben. Wir habt nur noch 2 Tage Zeit, aber ich weiß, dass auf meinem Kanal viele aktive Tribes unterwegs sind. Und die Bewerbung sieht so aus. Ihr kommt auf unseren TS. Dort ist ein Raum, der heißt ARK Scorched Earth Bewerbung. Und dort geht ihr rein und teilt uns einfach euren Tribe mit und schickt uns eure Steam-IDs von jedem Spieler plus den Ingame-Namen. Also Ingame-Namen und die Steam-ID, die fängt immer mit 7.6 an. Also, das solltet ihr vorbereitet haben, wenn ihr ins TS kommt und euch bewerbt. Mindestanzahl, springen mal ganz kurz hier runter, Mindestanzahl sind 7 Spieler im Tribe und Maximalanzahl 11 Spieler. Das bedeutet, wenn ihr weniger seid, wenn ihr nur 5 seid, bewerbt euch gar nicht erst, das bringt euch nichts, ihr kommt einfach nicht hinterher, was größere Tribes angeht. Und ihr werdet immer nur auf die Mütze kriegen, das wären einfach verschenkte Implantate und das möchte ich nicht. Deswegen Mindestanzahl 7, Maximalanzahl 11. Wenn ihr jetzt nur 6 oder 5 Spieler seid, so, dann sucht euch noch welche. Ihr könnt gerne hier in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch Spieler sucht, dann sehen das die anderen Spieler, die noch kein Tribe haben und dann melden die bei euch. Ihr könnt euch gerne bei mir im TS treffen und dann machen wir euch einen Raum, dann könnt ihr quatschen und gucken, ob es passt. Aber meldet euch bitte nur an, wenn ihr mindestens 7 seid und nur höchstens 11. So viel dazu. Also einfach ins TS kommen, Ingame-Namen und Spieler-Steam-IDs bereithalten. Und dann seid ihr dabei. Die ersten Tribes, die kommen, haben Glück, die sind dabei. Alle anderen, die danach kommen, haben Pech. So einfach. Der Server wird nur online sein, wenn ich aufnehme. Einfach, ja, ihr kennt das Prozedere. Und Sessions werden auf meinem Kanal angekündigt. Es wird aktuell noch keine festen Tage geben. Ich bin dabei, noch feste Tage zu machen, aber ich muss mich da noch ein bisschen mit den anderen abquatschen. Und deswegen, ja, ich wollte aber das Infovideo jetzt schon mal raushauen, damit ja, ihr euch schon mal bewerben könnt. Also Sessions wird es feste geben, aber aktuell muss ich erstmal das hinschreiben. Und Sessions werden aber nie vor 18 Uhr sein. So viel dazu für die Arbeitstüchtigen unter euch, außer am Wochenende. Da kann es halt mal eher sein, weil ja, Wochenende halt. So, Ziel des Projektes. Jetzt kommen einige Hater von euch wieder aus den Löchern gekrochen, wie so eklige Maden, und werden rumflamen wollen. Aber ja, spart es euch einfach. Die Kommentare werden einfach gelöscht oder sonst was. Denn ich habe mich mit Beam abgesprochen, wir verstehen uns ja, das wisst ihr ja mittlerweile hoffentlich, und beraten uns da teilweise auch manchmal, was Einstellungen angeht und so, also wir sprechen uns da teilweise ab, was die Projekte angeht und so weiter, also von daher chillt mal eine Runde. Ich habe das Implantatsystem von ihm übernommen, habe ihn aber vorher gefragt, wir haben darüber gequatscht und ist alles easy. Ich feiere einfach die Idee, dafür nochmal ein dickes, fettes Schulterklopfen an Beam und sein Team. Beam und sein Team. weil die Idee einfach voll geil ist. Ich habe das bei Ringman mitbekommen, dass man so ein bisschen Verfolgungswahn hat. Man möchte Implantate sammeln, man möchte sein Ereignis nicht verlieren und so. Das ist schon eine geile Idee. Und deswegen habe ich das übernommen. Und seht es einfach so, ihr habt noch einen Server, wo nochmal so eine geile Idee drin vorkommt. Also chillt. Ja, also wir sammeln, Ziel des Projektes ist, Implantate zu sammeln. Ich habe hier noch 2 Fragezeichen stehen, denn die genaue Anzahl der Implantate, die ihr braucht, kann ich noch nicht sagen, da ich nicht weiß, wie viele Leute sich überhaupt bewerben. Wenn wir jetzt nur 50 Spieler sind und man braucht 70 Implantate, so, dann klappt das nicht. Also warte ich die erste Session ab. Nach der ersten Session am Samstag werde ich hier dann eine Zahl eintragen, so viele Implantate braucht man, um das Projekt zu gewinnen. Ein Implantat gleich ein Punkt.
und Implantate zählen nicht doppelt. So viel dazu. Zur Servereinstellung an sich noch. Cheats sind im Chatfenster sichtbar, damit ihr seht, dass ich nicht cheate. Kommt ja in letzter Zeit immer mehr vor, dass die Leute immer gleich sagen, der cheatet. Von daher lasse ich das einfach an und dann seht ihr, was im Chat bzw. was cheatmäßig passiert. Allianzen haben wir ausgestellt. Zu den Regeln, die Mindestanzahl haben wir gerade schon gesagt. Keine Spawn-Kills, ist klar. Generelles Bauverbot in Höhlen ist auch wie gehabt. Basen müssen zu Fuß erreichbar sein, das behalten wir auch bei. Zubauen von wichtigen Ressourcen-Spawns lassen wir auch drin. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt Metall oder so direkt einen Spot zubaut, ist scheiße, also lasst das. Achtet da ein bisschen drauf. Dadurch, dass wir mit Implantaten arbeiten und jedes Implantat eine IP hat und ich davon einen Screenshot mache, dürft ihr euren Charakter nicht neu erstellen. Ihr müsst einen Charakter am Anfang erstellen und den müsst ihr bis zum Schluss behalten, bis das Projekt vorbei ist. Wer das nicht macht, wird gebannt und fliegt raus. So einfach. Damit wir im Nachhinein auch nachvollziehen können, welche Implantate zu welchem Spieler gehören. So einfach. Das Zusammenspielen zweier Tribes ist verboten, also wenn jetzt Imperium, Grüße an Impi, kommt mit seinen 30 Spielern und ihr da drei Tribes aufstellt, vergesst es. Sobald da auch nur ein kleiner Anzeichen an Zusammenspielen ist, war's das. Ich habe da einfach keinen Bock drauf, jeder Tribe soll zeigen, dass er selber Eier hat. Und wer unmittelbar nebeneinander baut, wo bekannt ist, dass die Tribes sich irgendwie kennen oder so, genau das gleiche. Entweder ihr baut gleich auseinander, die Map ist groß genug, oder ihr meldet euch gar nicht erst an. Vielen Dank. Flame im Chat ist sowieso verboten. Ihr kennt meine Einstellung zu diesen Global Chats. Jeder hat große Klappe und wenn es drauf ankommt, im TS entschuldigen sie sich. Also lasst es einfach, wer flamed, fliegt genauso. Ich werde da jetzt knallhart durchziehen, das mache ich auf meinem Kanal genauso. Wer scheiß Kommentare schreibt, den blockiere ich instant und gut ist. Und das ist hier auch nicht anders. Ich habe einfach, da keinen Bock drauf, dass jeder sich immer denkt, im Internet aufspielen zu müssen. So, Server-Einstellungen. Dazu kommen wir hier. Ich switch mal schnell rüber. Oh, hier war ich noch drin und habe noch schnell was geändert. Wir switchen mal rüber. Also, 120 Slots haben wir ja schon geklärt. Und, Mods kommen wir auch noch gleich dazu. Kurz zu den Einstellungen. Ich switch da jetzt nur durch. Wer da Näheres wissen möchte, drückt einfach auf Pause und kann sich das angucken. Maximale Gebäudestruktur haben wir auf 1500, damit nicht jeder ein übelstes Flaggschiff bauen kann oder übelst einen Bunker bauen kann. Aber es reicht. 1500 sind locker ausreichend. Das Einzige, was noch wichtig ist, ich habe das Imprinting der Dinos ausgestellt, denn wenn man so einen Reefer, wie auch immer, so einen Drachen, imprintet, dann werden die halt mega OP. Und deswegen, lassen wir das einfach aus. Ihr braucht nicht mit denen zu spielen, das funktioniert nicht. Tame sollte relativ schnell gehen, also, nicht zu schnell, aber auch in Ordnung. Wie gesagt, drückt einfach Pause und guckt euch das hier an. So, kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar die Mods. Ich rufe die aber auch mal schnell auf. Da gibt es nämlich eine super, super neue Sache. Richtig geil, Leute. Und zwar, das haben die einfach umbenannt. Das ist das Bioglas. Das, kennt ihr. Das nehmen wir rein. Da gibt es auch eine Neuerung, soweit ich weiß. Weibchen werden jetzt lila angezeigt und Männchen blau. Und ohne Geschlecht wird grau angezeigt. Das ist cool. Man braucht nicht mehr so lange, um zu gucken. Man muss nicht genau draufhalten, sondern ihr seht sofort, was ist es. Finde ich sehr cool. Also, das Spyglass ist drauf. Dann, die Neuerung. Pam, 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 pam. Man kann nicht mehr Force feeden. Es funktioniert. Wir haben es gerade getestet. Geil. Das heißt, ihr habt 3 Sekunden, wenn ihr Use Item macht auf so ein Fleisch, habt ihr 3 Sekunden, bis es dauert, bis ihr die Dinos wieder hochleveln könnt und das nächste reinstopfen könnt. Deswegen, richtig geile Mod. Wird das erste Mal drauf sein. Feier ich voll. Vielen Dank an den Entwickler. Richtig geil. So, also wenn ihr Bock habt, lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Okay, ich müsste mich jetzt anmelden, habe ich noch nicht getan, weil ich über meine Steam, ihr wisst schon, nicht übers Internet, sondern über meinem Computer im Steam bin. Ja, aber lasst einfach mal eine Bewertung da, gönne ich ihm, weil es funktioniert und ist voll geil gemacht. Und die letzte Mod, die drauf sein wird, so viele Mods will ich gar nicht drauf haben, denn wir wollen ja den DLC genießen. Die Stack-Mod wird noch drauf sein. Gewicht haben wir auch verdoppelt, das habt ihr jetzt da nicht gesehen. Das war's an Mods. Und hier unten könnt ihr dann nachsehen, welche Tribes, wenn ihr dann Implantate vergleichen möchtet, könnt ihr hier unten gucken, welche Tribes dabei sind, wie die Spieler von den Tribes in-game heißen. Ich habe extra hingeschrieben In-game-Namen. Hier stehen jetzt schon wir drin. Und Fire Nation hatte sich sowieso schon vor 2 Wochen oder so, wo die ein kleines bisschen nur gehört haben von einem Projekt, haben die gleich gesagt, hier, wir sind dabei. Deswegen habe ich die jetzt hier auch schon mal eingetragen. Hier unten werden dann alle Tribes stehen, die sich beworben haben und inklusive Ingame-Namen, dann könnt ihr Implantate vergleichen. Ich werde mal gucken, wie viel
Tribes nur mitmachen. Vielleicht machen wir noch sowas wie, wenn man irgendwie die Hälfte des Tribes hat, also bei 11 Spielern, sag ich mal, wenn man 6 Spieler hat, kriegt man nochmal irgendwie 2 Bonuspunkte oder so. Dann kriegt man halt schneller die Hauptpunktzahl zusammen. Das gucken wir mal, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Guti, ja, das war es erstmal soweit. Wie gesagt, am Samstag startet das Ganze mit dem neuen DLC. Nochmal an die Leute, die immer rummeckern, es ist zu teuer. Ja, ich kann euch nur ein Angebot machen, guckt in die Beschreibung. Da habt ihr einen Link, da kriegt ihr es für 16,99. Wenn ihr dann noch als Gutscheincode ChrisPlay eingebt, kriegt ihr nochmal 3%. Also ja, mehr kann ich da für euch nicht machen. Wenn ihr mitspielen wollt, dann holt euch das DLC, den DLC oder wie auch immer. Dann, ich finde, es lohnt sich. Es ist einfach geil, alleine schon die Eier zu klauen. Ihr habt es im Livestream gesehen. Und ja, ich feiere das DLC, den DLC, wie auch immer. Und ja, wenn ihr Bock habt mitzumachen, holt euch den, wenn ihr ihn schon habt, umso besser. Trommelt euren Tribe zusammen, bewerbt euch im TS. Und wir sehen uns dann am Samstag um 17 Uhr. Ja, wenn ihr noch Fragen habt oder Verbesserungsvorschläge, noch sind 2 Tage Zeit. Ah, ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Ihr könnt auf den Server joinen. Sobald das Infovideo jetzt rausgekommen ist, ist der Server online. Ihr könnt schon mal drauf und den Server testen, was die Einstellungen und so weiter angeht. Ihr könnt euch Bauplätze suchen, könnt Einstellungen testen und könnt halt im DST ein bisschen rumgucken. Den werde ich aber am Samstag logischerweise wipen und dann fängt es von vorne an. So viel dazu. Das ist der gleiche Server auch, den ich beim Livestream hatte. Also wer darauf schon gespielt hat, der kann jetzt seine Base da irgendwie weiterbauen oder so, aber nur bis Samstag. Dann könnt ihr wie gesagt testen. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, entweder ihr wendet euch im TS an uns oder schreibt hier in die Kommentare, was noch verbessert werden soll, könnte, wie auch immer. Und dann gucken wir, was sich machen lässt. Also, wie gesagt, wir sehen uns Samstag, dem 10.09., also in 2 Tagen um 17 Uhr auf dem Server. Ich werde das Ganze aufnehmen und ja, ab nächste Woche kommen dann da Folgen. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen und ich freue mich wahnsinnig aufs Projekt. Bis dahin, macht's gut, euer Chris. Schönes Wochenende. Ciao.